Liebe Genossen und Genossen, weiter geht's bei Workers and Resources. Und in der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Treibstoff beschäftigen. Ja, das war tatsächlich ja ein langes und oft ein Problem. Und deswegen möchte ich gerne ein, ja, ich möchte es gar nicht großes Verteilsystem planen, aber ihr seht's, wir haben jetzt erstmal genug auf dem Konto, können jetzt hier tatsächlich auch demnächst die Technische Universität, das ist der nächste große Brocken, den ich anfangen möchte zu bauen, also in der Reihenfolge Kieswerk, das Ding. Und dann gehen wir in die nächsten Schritte. Da haben wir auf jeden Fall erstmal genug zu tun. Aber nebenbei will ich eine weitere Sache bauen. So, jetzt sehen wir hier, er hat eigentlich auch genug zu tun. Ich will mal gerade gucken. Ich will die Bauindustrie halt auch nicht überfordern. Ne, ihr seht es, die werden jetzt Stückchen für Stückchen das bauen. Das Ding ist bald fertig, das Ding ist bald fertig. Da geht es jetzt also drauf los. So, was ich jetzt planen möchte, ist eine Treibstoffversorgung und dazu werden wir erstmal natürlich ihn hier rausnehmen. Das heißt, wir werden ein kleines Lager machen und jetzt gucken wir uns mal die Lagergrößen an. Wir werden ein ähnliches Konzept fahren, wie wir das hier momentan machen. Apropos ähnliches Konzept. Das wird verdammt eng. Ah, wir haben nur 26 Tonnen Stoffe. Das wird verdammt eng, Leute. Egal. Wir machen weiter. Nee. Doch. Nein. Ah, das ist so doof, ey. Haben wir noch irgendwo ein Verteilungszentrum frei? Pass auf, das ist doch ein Importzentrum. Wir machen jetzt mal von dem hier da rein. Pflanzen. Und dann sagen wir, der soll mindestens im Entladung auf Pflanzen auf 5% kommen. Sobald der un... Echt, weniger 10 geht nicht. Das wären 40 Tonnen. Geht echt nicht weniger als 10. Ist natürlich ärgerlich, ne? Weil der ist natürlich auch für die Chemie. Das können wir rausnehmen für die Chemie. Verantwortlich. In der Wasseraufbereitungsanlage. Egal, wir machen es. Dann fahren die jetzt schon mal los und bringen da so ein paar Pflanzen rüber. Das ist mir dann doch so halbwegs wichtig. Das Thema, dass wir da jetzt auf jeden Fall nicht unter Null geraten. Oder zumindest, also wir sind nicht unter, also unter Null, ist bei Pflanzen halt schwierig, ja. Das ist genauso, unser Professor sagte, Mathematikerwitz, wenn einer im Raum drin ist und zwei rausgehen, muss einer reingehen, damit der Raum leer ist. Hahaha. Okay, gut. Also, wir bleiben beim Thema Treibstoff. So, wir gehen mal rein und gucken uns mal an. Also A, müssen wir einen guten Punkt finden, wo wir gleich Strom haben. Und es gibt ja hier mittlerweile dieses Winzig-Lager und das ist halt perfekt. Da gehen wirklich nur 90 Tonnen rein und das ist super. Das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Und dann nehmen wir uns eben ein so ein Ding hier und den lassen wir die ganze Zeit hin und her fahren. Wirklich hierhin und den lassen wir da stehen und sagen warten auf Entladen. Mehr brauchen wir gar nicht und dann werden wir eine Ladestation machen. Das können wir im Prinzip, ja, das mal gucken, ob wir dafür dann den Platz haben. Dann können wir hier hinten, das können wir dann weiterbauen, das hier in die Ecke bauen. Das ist nicht so viel. Und dann ein Transportzentrum bauen. Das müssen wir dann hier auch noch hinplanen. Ein Verteilungszentrum. Ja, ich liebe sie. Und von dort aus werden wir dann einzig und allein Treibstoff über eben jenes hier in unserer Republik verteilen. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass wir... hier hinten noch genügend Platz haben, um das hier wirklich weiterzubauen. Hoffen wir es mal. Das war der falsche Knopf. Und noch einen weiter runter, bitte. Dann machen wir es dort einmal so. So, gut. Treibstoff. Hier oben bleiben wir beim Müll. Müll sieht gut aus. Da brauchen wir uns momentan noch nicht drum kümmern. Also, dann werden wir einmal das Treibstofflager bauen. Wo bin ich denn gelandet? Einmal da bitte. Tanklager. Ja. Mhm. Einmal dahin.
Strom haben wir auch. Dann gibt es hier einmal einen Straßenanschluss für Fracht. Flüssiggut entladen. Ach, du Heidewitzka. Das ist so groß in Erinnerung gehabt. Okay. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass das so groß ist, das Teil. Dann werden wir mal den auch nochmal abreißen. Und das Ganze hier jetzt mal weg. So, blub. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jemals einer lang gefahren ist über diese Straße. Aber wir können die Sicherheitshalber ja mal da lassen. So, dann machen wir vielleicht zuerst den hier hin. Einmal nach da bitte. So. Dann gibt es das kleine Tanklager dahin. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass wir da dann noch gleich ein kleines Verteilungszentrum hinkriegen. So. Nein! Das war genau die Ecke, wo es nicht gepasst hat. Ah, es geht trotzdem. So. Jetzt bauen wir ein kleines Verteilungszentrum auf. Und über das Verteilungszentrum können wir dann natürlich noch mehr bauen. Und vor allen Dingen will ich das Verteilungszentrum dann so kaskadieren, dass wir hier noch mehr hinkriegen. Deswegen müssen wir gucken, wo wir das jetzt genau hinkriegen. Denn wir brauchen ja definitiv noch mehr als ein einziges Verteilungszentrum für Treibstoff. Das wird halt nicht ausbleiben, ja. Das blieb noch nie aus in so einem Let's Play. Und das wird auch jetzt nicht. Alter Falter, sind die groß. Warum muss das alles so groß sein? Wir können das Ding auch da reinsetzen. Hätten wir da oben noch die Möglichkeit? Nein, da liegt eine Leitung. Kriegen wir da noch ein zweites rein? Ich weiß nicht. Da eins hinbauen, dann kriegen wir kein zweites mehr rein. Tja. Den Punkt für das Thema hatte ich mir zwar vorher angeguckt, aber tatsächlich nicht fürs VZ, denn die VZs will ich ja eigentlich dahin setzen. Die Frage, ob wir vielleicht da zwei reinkriegen. 80 Tonnen Kohle für das Lager dort reicht aus. Tja, sag's euch, da guckt man sich eine Sache vorher nicht an, ne? Ich meine, wir können das da reinsetzen und dann die nächsten Positionen für die Verteilungszentren uns halt angucken. Ich denke, wir machen das da rein. So. Das muss alles noch nicht gebaut werden. Das ist demnächst irgendwann kommt das, ja. Wir sehen, wir haben da jetzt immer genug Treibstoff. Ihr habt auch gesagt, wir sollten da vielleicht bei den Krankenhäusern, Feuerwache, Pflanzenkombinat, Tankstelle. Da können wir ein bisschen mehr reinpacken. Das sehe ich auch so. Und wir haben ja immer zwei Tankstellen, die definitiv immer voll sind. Wir haben eine Tankstelle hier. Gut, da ist jetzt nur 1,5 Tonnen drin, weil natürlich er hier relativ oft unterwegs ist. Da ist was drin, aber da gibt es immer einen, der immer ankommt. Hoffentlich. Aber das, so, das passt eigentlich so. Da sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Okay, gut. Also, das passt soweit. Wie sieht es hier mit dem Bau aus? Können wir wieder auf volle Geschwindigkeit machen nach der Planung. Das haben wir aber, glaube ich, alles. Ach, fehlt hier Stahl? Kann das sein? So, du machst das jetzt einfach mal komplett da. Du kommst aber schon bis da hinten hin, ne? Ja. So, und auf der Baustelle Elektronik. Ach, wir haben zu wenig Elektronik hier drin, ne? Jetzt
Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier keine Probleme kriegen. Jetzt wird der Stoff da langsam weniger. Die sind unterwegs die ganze Zeit. Ja, das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden. Wir haben hier noch 21 Tonnen Kleidung drin. Wahrscheinlich müssen wir wirklich unsere Route gleich umbauen. Wird hier schon geerntet? Nee. Okay, pass mal auf, wir müssen das anders machen. Wir müssen die hier rausnehmen. Das geht so nicht. Das kommt raus, bitte. Die machen einfach zu viel. Dann werden wir den Pflanzen tatsächlich jetzt sagen, dass die einmal beladen am Pflanzenkombinat. Dass die einmal dort beladen. Und dass wir das sogar mal kurzzeitig rausnehmen. Beladen, entladen, pflanzen. Ab dafür. So. Und wir brauchen das jetzt einfach hierfür. Und da werden wir denen jetzt sagen, sollen die bitte auch das und das wieder mit einkaufen. Und dann werden wir aber kurzfristig mal sagen, dass elektronische Teile bitte von da kommen. Und Mechanik bitte auch. Und auch hier bitte Elektronik von da und Mechanik von da. Okay, da haben wir es natürlich jetzt selbst ein Bein gestellt. Aber dann sollte das hier jetzt auch weitergehen, der Bau. Wunderbar. Dann gucken wir einmal, was hier das Problem ist. Ja, auch Elektronik. Okay, super. Oder auch nicht super. Aber dann passt das auf jeden Fall. Kies haben wir hier. Das wird weitergebaut. Top. Okay, dann sieht das doch erstmal ganz gut aus. Und in Anbetracht der Tatsache, dass hier doch relativ viel rumzustehen scheint, glaube ich, haben wir die notwendigen Produktionskapazitäten. Wobei ich mich gerade frage, ich habe ihn ja gesagt, er soll alles von da oben holen, ne? Er hat aber keine Aufträge dafür. Also wir haben eigentlich noch genügend Kapazitäten über. Wir haben jetzt noch immer noch 5% Arbeitslose. Ihr holt euch die von hier. Nerdopolbus Bahnhof Mitte, genau. Dann sollten wir jetzt langsam anfangen, diese Sachen hier ebenfalls zu bauen. Gerade das Thema, das will ich jetzt mal bauen. Das ist mir nämlich doch noch relativ wichtig. Dann entsprechend die Verbindung hierzu. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen das in einer endlichen Zeit fertig, dass wir hier einfach noch mehr speichern können. Wir haben jetzt 150.000 Rubel. Da mache ich mir also jetzt auch keine großen Sorgen, dass wir dort nochmal Probleme kriegen. Und das sollte tatsächlich jetzt erstmal passen. So, gut, dann haben wir das Thema Treibstoff angegangen. Dann sind wir das Thema angegangen. Und dann sollten wir, sobald wir den Teil fertig haben, tatsächlich auch endlich ihn hier bauen. Und wenn wir das haben, dann sollte das passen. Gut, dann können wir uns jetzt mal, während wir mit dem Bau beschäftigt sind, mal um Nerdopol kümmern und gehen mal die Overlays durch. Das haben wir tatsächlich eine ganze Zeit nicht mehr gemacht. Um einfach mal festzustellen, wie zufrieden sind die. Tatsächlich relativ zufrieden. Tatsächlich ziemlich zufrieden. Transportiert er eigentlich noch Elektronik? Ja. Ja, mega. Das ist ja cool. Dann sind die bei Sättigung, das sieht auch gut aus. Dann bei Gesundheit passt eigentlich auch. Ja, Gesundheitsvorsorge will ich hier nicht mehr Ärzte haben, weil wir definitiv hier was brauchen. Wobei wir immer noch nicht bei einer hohen Aufklärungschance sind. Wir machen hier nochmal mehr, obwohl das natürlich ein bisschen viel ist, ne? Wir gehen hier echt mal auf 20 Leute. Wir müssen unbedingt bei diesem Polizeirevier mehr machen. Regierungsloyalität wissen wir noch nicht. Also indirekt schon. Wir sind irgendwo bei so 35%. Das ist natürlich auch ein Problem, das wir jetzt aktuell haben, dass die Regierungs- oder allgemein durch die Regierungsloyalität verüben sie Verbrechen. Das wiederum sorgt dafür, dass mehr Verbrechen verübt werden. Das wird jetzt hier Probleme im Waisenhaus haben. Wir sehen, das Ding ist auch schon wieder voll. Wir müssen theoretisch das Haus da unten jetzt schon starten. Und wir müssen jetzt halt echt mal
die ersten Verbrechen hier begehen, weil die Verbrecher müssen auch mal wirklich mal langsam hier raus und wir können auch hier theoretisch mal, nicht, dass die hier einfach zu wenig Fahrzeuge haben. Kaufen wir denen noch mal ein paar Trabis, die kosten ja Gott sei Dank nichts. So, Kulturgenuss sind die bei 94%. Sport finde ich mal, oh, Sport ist auch ziemlich gut. Da haben wir tatsächlich jetzt auch wenig Probleme. Religion ist klar. Qualität der Kleidung ist 92%. Das ist unsere eigene produzierte Kleidung. Also das sieht auch gut aus. Hat ein Radio, Computer, Fernsehen gibt es schon. Es gibt 3 Computer, 66. Ja, wie das funktionieren soll, müssten sie mir mal sagen. Aber anyway, ist mir in dem Fall auch egal. 2 Computer. Okay, gut. Das sieht gut aus. Ungeprüfte Strafsachen. Okay, es liegt also nicht am Auto. 37. Ja, da müssen wir jetzt wirklich ran. Noch haben wir hier eine kleine Stadt. Wir müssen jetzt halt verhindern, dass es wirklich viel mehr wird. Mittlere Straftaten. 6 Morde. Ach komm, nur 6 Stücke. Arzt nicht erreicht. Ist kein Problem. Lebenserwartung 82. Ja, also insofern du nicht ausgeraubt und ermordet wirst, gibt es hier eigentlich keinen Grund, warum man hier länger leben soll. Nicht länger leben sollte. Sehr schön. Dann bleiben wir mal hier oben. Ungebildete Arbeit haben wir keine. Universität leben hier 21, 31. Da wollen wir uns gleich nochmal die Statistiken angucken, ob das eventuell bergab geht. Ich hoffe natürlich nicht. Babys haben auch eine ganze Menge. Und interessant ist vor allen Dingen die Statistik. Ah, das wird jetzt auch besser. Touristen, Arbeiter, die sich ums Baby kümmern mussten. Ja, da müssen wir eigentlich, theoretisch müssten wir sogar noch einen weiteren Babyhafen bauen. Schule ist überhaupt kein Problem. Und jetzt würde mich mal die Arbeiter interessieren. Ah, guck mal, da gibt es gerade überhaupt keine. Sehr schön. Erwachsene, die noch bei ihren Eltern lebten, haben wir gar keine. Top. Sehr gut. Das ist eine gute Zahl. Dann bleiben wir mal bei den Ressourcen. Wie sieht es mit dem Kies zum Beispiel mal aus? 20 Tonnen sind dort vor Ort. Sondermüll. Haben wir da so ein bisschen. Das wird hoffentlich irgendwann abgeholt. Ne, Moment. Wir haben gar keine Sondermülldeponie, ne? Ei. Ja, tatsächlich nicht. Wir haben keine Sondermülldeponie. Ja, wozu auch? Das bringen die auch direkt alles weg. Aber wo bringt der das hin? Der bringt das echt direkt zum Zollhaus, ne? Ja, okay, dann ist es kein Problem. Alles klar. Gut, Thema Müll sieht eigentlich kein Problem, ist kein Problem. Elektronik haben wir immer noch nicht. Ist hoffentlich bald im Kauf inbegriffen. So, Gebäude brauchen wir nicht. Gebäudeeigenschaften. Fruchtbarkeit der Felder ist ganz gut. Da hinten müssten wir mal was machen. Das Problem ist, wir haben jetzt auch keinen Flüssigdünger, weil der hier immer am Machen ist. Umso wichtiger ist es eigentlich sogar, dass wir ihn hier relativ schnell aufbauen, dieses kleine Vertriebsbüro. Dass wir müssen das wahrscheinlich sogar früher aufbauen. Gott, das Ding ist ja auch schon fertig. Ich fasse es nicht. Das geht aber ganz schön schnell hier gerade. Okay, so, Müll. Sieht eigentlich auch gut aus. Freie Wohnungen haben wir 20 hier oben. 20 Stück. Pass mal auf, da holen wir uns gleich wieder ein paar Ingenieure rein. Zack, zack, zack. Haben wir uns gleich wieder ein paar Ingenieure rein. Die können dann hier in der Polizeidirektion arbeiten, dass wir das nicht außer Acht lassen. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann bleiben wir jetzt mal bei der Bevölkerungsstatistik. Und jetzt will ich mal gucken, wie es bei den Universitätsstudenten aussieht. Und da bleiben wir mal bei, ja, es ist August. Ich denke, wir können uns mal die Statistik von diesem Jahr mal durchaus mal angucken. Ah, guck mal, also das sinkt jetzt unwesentlich. 87, 97, 96. Das ist normal, dass mal einer auszieht. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir zumindest auch das Thema so halbwegs im Griff, dass sie nicht mehr abhauen hier bei uns. Ja, und die ersten Häftlinge. Ist da irgendwas kaputt gegangen? Nee. Zill 133. Das müssen wir uns tatsächlich angucken. Kipper Zill 133. Das ist in der Tat. Das ist natürlich ein geiles Teil, ne?
Er kann natürlich mehr holen. 12 kostet 11.000. Hat 132 kW. Das ist natürlich ein schickes Ding, ne? Wir haben sogar ein bisschen Geld. Das wäre also eine Option, dass wir den demnächst mal ein bisschen wegoptimieren. Jetzt würde ich hier übrigens auch mal beim Stahl mal sagen, dass wir dort auf schon mal durchaus auf 20 Tonnen gehen können. Das kann er hier mal einkaufen. So, jetzt gucken wir mal hier unten. Das ist alles fertig. Das ist alles fertig. Der ist fertig. Heidewitzka. Jetzt haben wir hier... Irgendwann hat man mal eine Leitung gestoppt. Kann das sein? Verdammt, das müssen wir auch alles bauen. Einmal den bauen, bitte. Einmal den bauen, bitte. Einmal den bauen, bitte. Und einmal den bauen, bitte. So. Der geht dahin. Das sollte passen. Ist der jetzt wirklich verbunden? Nee, also der ist doch nicht verbunden, oder? Ich reiß das Ding nochmal ab. Das ist mir hier zu haarig. Wir reißen das Ding nochmal ab und machen das nochmal neu. Doch, der scheint echt so verbunden zu sein. Ja gut. Okay, wenn das so ist, dann ist das so, ne? Dann mische ich mich da nicht ein, dann ist es halt so. So, also er ist es auch. Die Leitung ist noch nicht im Bau. Das ist nicht schlimm. Gott, die Leitung ist ja auch schon fertig. Ich weiß es nicht. So, der ist noch nicht im Bau. Der ist noch nicht im Bau. Wie sieht es mit den Wegen hier aus? Hier irgendwo vergessen, den Weg zu bauen? Nee. Okay. Ja, alles klar, die sind alle im Bau. Gut, jetzt sind sie, jetzt ist die Bauindustrie kurzzeitig minimal überfordert. Aber nicht wirklich, ne? Wir werden mal sagen, dass die Bauindustrie hier oben Baubüros, Baustellen zuweisen. Ja, die haben das schon alle. Wir setzen die mal auf hohe Priorität. Die ganzen Sachen. Und ich möchte doch schon unsere Kiesproduktion hier jetzt mal zeitnah fertig haben. Okay, gut. So, da fahren die nächsten hin. Sehr schön. Dann haben wir das Thema nämlich auch. Denn hier wird ja auch noch genug Kies benötigt. Und dann können wir das nämlich alles mal von uns holen. So, jetzt beginnt die Ernte. 59%. Oh, hoffentlich kriegen wir das schnell genug fertig, dass wir dort noch ein bisschen was speichern können. Das wäre natürlich super. So, jetzt sind wir hier auf 100%. Das war ein Tipp von euch. Danke, danke, danke. Jetzt können wir übrigens auch ihm hier wieder sagen, dass du bitte... Hatte ich das nicht gespeichert? Hatte ich ihm nicht gesagt, er soll zur Grenze fahren? Gut, das könnte natürlich der Grund sein, warum wir jetzt nur 33.000 exportiert haben, weil wir keine Pflanzen mehr hatten. Aber anyway, das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen... Das ist natürlich doof. APG... Habe ich das echt vergessen? Schreibt das bitte mal in die Kommentare, ihr Lieben. Habe ich wirklich vergessen, hier zu sagen, abspeichern? Das wäre natürlich doof. Aber es ist, wie es ist. Ne? Die sollen bitte Elektronik einkaufen und bitte auch entladen. Damit wir hier mal ein bisschen Elektronik bekommen. Okay. Ja, jetzt haben sie wieder ein bisschen Pflanzen. Dann sollte das also passen. Sehr schön. Weltmarktbericht für Eisenerz. Das sinkt. Ah, das ist dann so. So, gut. Also da haben wir genug Pflanzen drin. Die werden umgebaut. Und jetzt hoffe ich, dass wir das echt schnell genug fertig kriegen.
Da würde ich jetzt sogar auch nochmal hohe Priorität reinsetzen. Denn das will ich jetzt wirklich fertig haben. Damit wir das endlich, damit wir dort was machen können. So, da ist auch schon was drauf. Eieieiei. Das war ganz schön, das war echt ganz schön fix hier das Ganze. Ihr habt übrigens gefragt, wie das Verhältnis ist bei diesen Sachen. Mir hat man gesagt, 1 zu 4. Ein Traktor und Mähdrescher schafft es, 4 Felder zu machen. Ich persönlich habe mich hier für ein anderes Verhältnis entschieden. Ihr seht es, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Traktoren, sogar 5 und Mähdrescher und habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, also 1 zu 2, 1 zu 3 ungefähr. Das ist so das Verhältnis, was ich gerne nehmen würde. Und bei den Dingern hier kann ich euch sagen, da könnt ihr nie genug haben, was das Abernten angeht. Also da kann es theoretisch immer und immer mehr werden. Ja, ihr seht es jetzt, hier stehen sogar 2 schon rum. Wir haben wir alle Felder mit drin? Also ich weiß, die beiden sind nicht mit drin. Entladen auf 100%. Nee, die haben wir tatsächlich nicht mit drin gehabt. Okay, dann werden wir da auch mal entladen. Und er steht jetzt da rum und ihr seht, das hat jetzt hier natürlich einen riesen Hall. Ihr seht, jetzt ist da leer, hier ist jetzt leer, da geht jetzt einer hin. Und ja, wir sind jetzt aber auch erst im August, wir haben noch ein paar Monate Zeit. Und mir ist halt wichtig, dass wir das Lager jetzt auch fertig kriegen, denn ja, wir haben ein paar Probleme gehabt im letzten Jahr. Aber ich denke, wir kriegen das mit den Pflanzen jetzt so gut hin, dass wir unsere Pflanzen selbst produzieren, dass wir die Kleidung dazu selbst produzieren. Wir sehen es ja oben auch in den Finanzen. Wir haben jetzt einen Monat im August wenig produziert, aber ansonsten das ganze Jahr konnten wir von unseren eigenen Pflanzen produzieren. Das ist schon ziemlich cool, muss man wirklich sagen. So, dann bleiben wir nochmal kurz beim Öl. Da würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir gerade schon bei den Statistiken sind, dann gucken wir uns jetzt mal von diesem Jahr den Export an. Und da bin ich mal gespannt. Nein. 170.000 haben wir exportiert. Boah. Heidewitzka. Das ist ja krass, ne? 170.000 exportiert. Das ist natürlich mega. Wenn man sich überlegt, dass wir nur 100.000 auf Lager hätten, haben wir damit natürlich schon mal ordentlich was gemacht, ne? Krass. So, was haben wir hier importiert? Treibstoff ist klar, das kriegen wir nicht weg. Chemikalien kriegen wir nicht weg. Die 37.000 kriegen wir weg. Die Elektronik hier, das werden wir jetzt auch mal. Jetzt ist da ein bisschen auf Lager. Mehr brauchen wir hier nicht. Blub. Da werden wir wieder ein bisschen was rausnehmen. Das mussten wir jetzt leider mal importieren. Damit unsere Leute auch da ein bisschen was haben. Okay, gut, jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen weniger. Dadurch, dass wir jetzt im letzten Monat viel gemacht haben, wir haben viele Einwanderer gehabt und alles. Ansonsten haben wir im normalen Monat so knappe 80.000. Wir haben die Sachen sind gut ausgelastet. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Da haben wir auch. Das sieht auch gut aus. Da kommt der nächste Bus mit Leuten. Die ist aber auch, ey. Wir müssen unbedingt die Reparatur in Gang bringen. Ja, Leute, das wird das nächste Problem, dass wir die Reparatur... Ach Gott, die Werkstatt ist sogar fertig. Eieieiei. So, die Frage, wie kriegen wir da die ganzen Waren hin, die die brauchen, ne? Wir bräuchten tatsächlich ein kleines VZ. Also A, brauchen wir Arbeiter. B, brauchen wir Strom. Wann habe ich das Ding denn gebaut, ey? Das gibt's doch nicht. Das ist ja unglaublich. Da müssen wir jetzt hier... Eieieiei. Da müssen wir jetzt hier das Ding bauen. Da müssen wir das Ding bauen. Da müssen wir das Ding bauen. Da müssen wir uns jetzt mal überlegen, ob wir hier sogar ein kleines VZ für bauen. Aber wir müssen hier jetzt echt anfangen zu reparieren. Wir können hier auch durchaus 2 Fahrzeuge schon kaufen. Ja, sollten wir mal machen. Ja, es kann noch nichts repariert werden. Mann. Das Ding ist, da ist noch... ist das ärgerlich, ey. Da ist noch nichts zum Reparieren. Können wir das Ding schließen oder so?
Das ist übrigens eine Sache, die mir hier wirklich noch fehlt. Hier fahren jetzt Fahrzeuge rein und ich kann das nicht ändern, ne? So, wir machen das mal aus. Büroarbeitsbereich. So, wir machen das mal aus alles hier. Wir müssen hier jetzt wirklich die... Kleines VZ, da haben wir wahrscheinlich Abteilungsbüros. Haben wir noch eins, was wir bauen können? Nee. Maximale Anzahl ist erreicht. Frage ist halt, brauchen wir das hier hinten noch? Ich meine, da steht ja nur... Nee. Das brauchen wir eigentlich nicht, ne? So, wir machen das mal anders. Der kommt weg. Das wird abgerissen. Das holen wir uns jetzt dafür. Und dann holen wir uns hier mit Dollar einen Flüssigkeitstanker. Nimm mal den bitte. Und wenn wir jetzt sagen, dort bitte beladen Treibstoff. Einmal dort an der Tankstelle entladen. Dann müssen die einfach alle dahin fahren. Auf geht's. Das müssen wir natürlich noch aktivieren, oder? Ne. Das passt. So, dann haben wir das Thema. Dann können wir hier... Bitte jetzt einmal ihn hier bauen. So. Das brauchen wir nicht. Da machen wir eine normale Straße hin. So, jetzt müssen wir einmal gucken, was der braucht. Also. Er braucht einmal eine abgedeckte Ladefläche, Gesamtkapazität. Den. Echt, der hat sogar noch mehr. Ah, dann können wir mal den nehmen. Dann sieht es ein bisschen anders aus. Da decken wir Kunststoff, Elektronik, Mechanik mit ab. Das ist einmal Kunststoff, Elektronik, Mechanik. Dann brauchen wir aber noch Stoffe und Stahl. Dann brauchen wir noch einmal offene Ladefläche. Gesamtkapazität bitte. Stahl. Und die abgedeckte kann auch Stoffe, ne? Genau. So, das sind die beiden. Wir holen uns das bitte dahin. Einmal auf Entladen. Beladen. Einmal dort auf Entladen. 40%. So. Dann haben wir die Waren dort drin. Dann kriegt der gleichzeitig noch einen Treibstofftanker. Und dann machen wir hier nochmal was anderes. Dann nehmen wir nämlich den Flüssigkeitstanker hier nochmal mit rein. Einmal ihn. Und der kriegt das Gebäude auch noch. Und das Gebäude fliegt hier oben mit raus. Dass wir das ein bisschen mal strukturieren, das Ganze. Das ist das Pflanzenkombinat. Das ist mit drinne. Schüttgut, Tankstelle. Das fliegt raus. Okay, gut. Dann haben wir das Thema. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge darum, dass wir hier Arbeit dahin kriegen. Und dann sollten wir das hoffentlich so allmählich in Gang kriegen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie. Ciao, ciao.